Guten Morgen, ich bin's mal wieder, auch wenn er gleich wegschaltet. Sophie hat keine Lust, Heike auch nicht, deswegen muss ich das übernehmen. Ich filme. Ausfallschritte. Seid achtsam, denkt an eure Nachbarn. Im Gegensatz zu der zweiten Übung versucht ihr, die bitte barfuß oder in Schuhen zu machen, damit ihr nicht rutscht, wenn möglich. Das heißt, wir machen Ausfallschritte in den Sprung. Wir gehen in den Ausfallschritt und dann wechselt ihr durch den Sprung. Wenn ihr so ein Laminat oder sowas habt, passt halt auf, dass er nicht wegrutscht. Ja, er muss nicht hoch sein, der Sprung. Wichtig ist, ihr springt. Da reichen locker 10 für die Einsteiger und 20 für die Fortgeschrittenen. Und danach geht er die Planke. Hier guckt er, jetzt wollen wir ein bisschen rutschen, dass ihr wieder ein Sweaty anhabt, auf Fliesen oder Laminat, beziehungsweise euch ein Handtuch oder sowas drunter legt, dass er so ein bisschen Instabilität kriegt. Und zwar die Planke nicht, wie ihr es kennt, aber so nebeneinander, sondern so hier. Und da haben wir eine leicht andere Beanspruchung von den Bauchmuskeln. Wenn es ein bisschen rutschig ist, dann noch mehr. Und das haltet ihr bis zum Versagen. Und wenn wir nicht mehr können, wieder hoch und Ausfallschritt, Sprünge. Wie gesagt, seid vorsichtig. Und ich denke mal, 5 Runden sind okay. Die Pros können wir 10 Runden machen. Bis gleich, ciao.